Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu City Skylines Neuschönbach. Mein Name ist Ed und ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du wieder hergefunden hast. Jetzt in unserem kleinen Nebenprojekt, sage ich mal jetzt hier, unser kleines neues Gebietchen, was wir hier so bauen wollen. So ein bisschen Italien-mäßig. wollen wir hier hinbauen? Wellness Hotel. Viel zu groß, was ist denn das hier? Fillerhaus, ne, das ist mir auch noch nichts. Ist das hier? Meeresfestung. Schau. Was wir nicht alles für ein Kram haben. Stuttgarter Fernsehturm könnte man auch nehmen. Aber viel zu riesig. Manche Dinger sind einfach übertrieben groß, ne? Das ist. Passt einfach nicht. Naja, Paris wollte ich jetzt hier nicht mit reinmachen. Was ist das denn? Dume Cosenza. Könnten wir so machen. Ja, warum nicht? Wenn das jetzt mal ein bisschen... So, ja, okay. Ist nicht ganz hundertprozentig. Gefällt mir gerade auch nicht so. Machen wir ganz kurz weg. Können wir dich noch verschieben? Es ist nicht hundertprozentig in der Mitte. Das ist... Das ärgert mich so ein bisschen. Wenn, dann hätte ich schon ganz gerne optisch in der Mitte. So, gut, das haben wir. So, nächste Aktion. Kriegen wir dich hier ran, ja. Gut, das passt so. Das ist in Ordnung. Kann ich mit leben. Dann wird jetzt hier auf jeden Fall, vielleicht machen wir hier wirklich doch nochmal die hier. Vielleicht... Das ist irgendwie komisch, ne? Wir haben uns die mal angeguckt. Ich gucke mir die mal an. Da sind lauter tote Bäume. Das sieht doch nach nichts aus. Finde ich echt, ein bisschen schade. Aber gut. Was soll's. Wir machen jetzt nämlich hier Folgendes. Das wird jetzt hier... ein bisschen Gelände werden. Dann nehmen wir unsere schönen Wege... hier so ein bisschen durch die City schlendern. Ah, hier wird so ein bisschen Parkgelände jetzt hinkommen. Das ist okay. Kann ich mit arbeiten und jetzt hier noch. So, dann passt das auch. Dann ist das in Ordnung. Dann brauchen wir nämlich noch ein paar andere schöne Dinger. Kleiner Park. Ja, das ist für die Kleinen, ist klar. Was ist das hier? Das ist... Das passt doch mal wie die Faust aufs Auge hier, oder? Das passt doch mal wie die Faust aufs Auge, Freunde. Geil. Das sieht doch mal nach was aus. Das ist cool, ja? Das passt gut da rein. Perfekt. Wirklich perfekt. So. Ein paar Bäumchen hier hin. So. Und dann gibt es noch Folgendes. Dann brauchen wir hier auf jeden Fall noch ein historisches
Post Office hätte ich hier gerne. Dann brauchen wir hier auf jeden Fall nochmal. Ist das hier Löschfahrzeug 30? Das ist zu groß. Fire Station German? Nein, das ist Blödsinn. Ist irgendwie French. Die USA? Nee, das ist Blödsinn. Das ist so groß eigentlich hier. Nimmt ja mehr weg als alles andere. So, dann haben wir das. Dann Italian Prison wäre ja auch eine geile Idee, aber das kommt später. Den Standard, so, dann haben wir das. Jetzt fehlt uns natürlich hier noch ein Arzt und so weiter. Wollen wir da was haben? Ein Yoga-Garten. Rehab-Klinik. Viel zu groß. Viel zu groß, die Dinger. Warum sind die so riesengroß? Ja, den brauchen wir auch noch. Friedhof. Passt ganz gut hier rein. Was ist das hier? Krematorium. Kathedrale, nein. Wir brauchen hier auf jeden Fall nochmal irgendwie mal was Kleines. Kleine Arztpraxis noch. So, dann haben die das. Jetzt gucken wir mal nach der Schule. Oh, Grundschule. Da ist aber Bedarf. Aber sowas von. Oberschule, Uni, Grundschule ist Bedarf da momentan. Sieh mal einer, guck, ne? Kannst du mal schauen. Das ist übel hier hinten. Ist ein bisschen schlechte Erreichbarkeit. Hinten ist ein Industriegebiet, das ist in Ordnung. Ja, da müssen wir nochmal nachlegen, aber gut. Aber nicht heute. Wir wollen das hier aufziehen. Das ist in Ordnung soweit, das klappt auch. Jetzt brauchen wir hier noch Busse. Busbahnhof. Ein Depötchen. Bus Station, City Bus Depot. Was ist das Ding? Bus Station können wir ja eigentlich mit hier ran machen irgendwie. Ja, eigentlich müssten wir das hier. Ah, shit. Machen wir dich daran. Dann, ist jetzt Bus Station oder ist es ein Depot? Ich glaube, es ist Bus Station, ne? So, dann machen wir mal zwei dahin. Und einen machen wir noch mit hier hin. Und dann brauchen wir das Depötchen. Bus Depot. Biotreibstoffe. Okay, machen wir mal so hin. Okay. In Ordnung. Alles klar. Neue Route. Ist es jetzt, was ist es denn jetzt? Ist es jetzt ein Depot oder ist es eine Station? Warte mal kurz. Bus Station. Okay, eigentlich
Dann machen wir mal so. So, dann gehst du hier lang. Dann gehst du da lang. Dann gehst du da. Dann gehst du hier. Dann machst du den hier. Fährst auf der anderen Seite zurück. Machst aber hier halt. Fährst da lang. Und schließt da ab. So. Das sollte jetzt funktionieren. Damit haben sie auch die Busverbindung. Und wir werden jetzt anfangen, Gebäude hochzuziehen. Und zwar auch nur wirklich dünne Besiedlung. Eigentlich haben die jetzt wirklich alles, was sie brauchen. Um hier glücklich zu werden. Vielleicht noch ein Park oder sowas. Müssen wir mal gucken. Dann machen wir jetzt... Was ist das? Das ist in Ordnung. Dann gibt es... Und schon ziehen sie ein, wie die Irren. So. Ich bin gespannt, wie es wächst und gedeiht. Hier hinten ist noch ein bisschen schwach. Da könnten wir aber wirklich nochmal einen Park oder irgendwie sowas reinsetzen. In die Mitte. Oder wir bauen hier nochmal ein Autokino rein. So, hier ist mit Sicherheit ein guter Platz zum Leben. Bin ich mir absolut sicher. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt aufbaut. Wie gesagt, das Set Historical. Historisches Gebäude, genau. Ihr sollt so bleiben, wie ihr seid. Nicht weiter irgendwie weiterlaufen. So, das klappt eigentlich gut. Jetzt werden wir nochmal eine direkte Anbindung schaffen. Haben wir da keine Dings, dass die auch nur... So, da kommen wir raus. So, dann haben wir eine direkte Anbindung, dann können sie auch dadurch. Bin gespannt, wie sich das jetzt hier aufbaut und besiedelt. Machen wir hier auch nochmal ein bisschen was hin für die Optik. Können wir da noch... Ja, da können wir auch noch Gebäude hinbauen. Ja, hallo. Hallo, Gebäude. Ein bisschen eng. Aber... Das kriegen wir auch noch hin. So. Dann macht mal. Baut mal weiter aus. Also die haben eigentlich alles, ne? Die haben... Feuerwehr, die haben Polizei, die haben eigentlich auch hier, das ist unglaublich. Schon ein Toter. Das ist ja echt der Hammer. Weiß gar nicht warum. Ja. Eigentlich ganz schnieke. Können wir noch ein neues Dings kaufen? Nein, schade. Dann würde ich mir die Region daneben kaufen. Aber das hier wird jetzt hier ein neues kleines Italienviertel. Finde ich gut. Ist uns ganz gut gelungen. Bin gespannt. Ja, doch. Gebäude im Geringen. Was hast du für Probleme hier? Soll ja eigentlich auch so aussehen, ne? Weil es passt ja auch vom Bahnhof her ganz gut ins Stadtbild.
Und jetzt gucke ich mal, ob wir hier nochmal weitergehen würden. Das Gebäude leert sich. Weiter haben wir das denn gezogen? Wir könnten bis zur Autobahn runtergehen. Nochmal weiter ausbauen. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Und darüber hinaus vielleicht noch hier so ein bisschen. So, dieses ganze Gebiet hier. Vielleicht so aufbauen. Ich weiß noch nicht, ob ich den Wald hier so lassen will. Auf jeden Fall würde ich ganz gerne hier unten nochmal was machen. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen Minus. Ja, ist in Ordnung. Auch gerade keine Nachfrage nach Wohngebiet. Sondern eher nach Einkaufsmöglichkeiten. Okay. Dann machen wir mal Folgendes. Dann gehen wir jetzt nämlich... kommen wir hier lang? Das ist die Einbahnstraße. Die wollen ja nur da rein. Okay, das klappt ja soweit. Das ist in Ordnung. Ja, doch. Jetzt überlege ich, wie wir das hier am besten noch aufziehen. Dann kriegen wir das gerade hin. Komm, 170, 172. Wenn möglichst gerade. Gehen wir nämlich hier noch rein. So, niemand will an der Müllkippe leben, glaube ich. Müllaufbereitung, Räumung beendet. Okay, dann warte mal ganz kurz. Stopp, wenn das hier beendet ist, können wir es noch abreißen. Dann machen wir die Müllkippe hier mal weg. Machen das mal vernünftig. Ach, gleich mal ein bisschen besser. Ah, zack. Und hier machen wir so. Gut, dann machen wir jetzt mal mit kleinen Straßen weiter. Mit... oh, ruhig jetzt hier wieder so ein bisschen verspielt. Na, muss ja nicht immer alles eckig sein und... was weiß ich nicht was. Dann gibt es jetzt hier mal ausnahmsweise. Das ist die große. Durchaus mal eine Garage. Schadet auch nicht. Kostet 20.000. Das heißt, wir müssen mal ganz kurz laufen lassen. Jawohl, das macht die ja schon glücklicher. Dann gibt es hier noch. So, neues Gebiet. Das ist in Ordnung. Und innen drinne. Gibt es dann das noch. Und bin gespannt, ob sich das jetzt hochzieht. Zu wenig Arbeiter oder was? Nicht genügend Arbeiter, okay. Dann müssten wir eigentlich unsere Linie nochmal erweitern.
Und hier auch nochmal so ein... Der macht wieder Lärm, ne? Machen wir nicht. Machen wir anders. Führst hier durch. Hier lang. Hier lang. Hältst hier. Hältst hier. Ah, dann kommt er nicht zurück. Ah, der kann nur in die Richtung. Ah, Schütte. Er muss einen riesen Umweg fahren. Ja, dann machen wir es anders. Dann fährst du halt hier durch. Kommst. Warte mal, wir fahren dich. Hier nochmal, dann fahren wir hier durch. Hier nochmal. Okay, dann können wir dir da noch eine hin verpassen und hier hin. Dann haben die auch nochmal eine Linie bekommen. Bessere Anbindung. Und dann sollte das passen. Wie sieht's denn aus mit... Das klappt, das ist... Ja, hier hinten ist wieder ein bisschen dünn gesät. Was ist das denn hier? Was ist... Riesen Ding. Fire Station. Ah, hier hinten ist auch wieder ein bisschen dünn, was die Ärzteversorgung angeht. Also, gleich mal sich drum kümmern. Ja, und doch, es macht doch langsam einen guten Eindruck. Finde ich gut. Ja, doch. Baut sich auf. Wunderbar. Momentan keine Nachfrage. Wahrscheinlich haben wir genug momentan. So, das sollte aber auch gut sein. Dann machen wir nämlich Folgendes. Schwupp. Dann machen wir nämlich jetzt wirklich mal ein paar Wälder noch mit hin. Schön im Naturgebiet, sage ich mal. Da noch ein bisschen was hin, so. So. Voll das Waldgebiet, aber ist okay. Es ist ja sowieso eine etwas ländliche Gegend. Nachteil an der ganzen Sache ist, es könnte Feuergefahr bestehen. Und da werden wir jetzt gleich mal gegen angehen. Oh, das ist okay. Hier hinten ist auch viel. Einfach mal ein bisschen was für den Schutz tun. Ja, sehr gut. Hier hinten ist es egal. Aber sind wir erstmal abgesichert. So, aber hier ist ein bisschen kahl, ne? Das ist ein bisschen... Ach Leute, da muss noch was hin, das geht nicht. Gelände muss auf Straße. Ist doch da, oder nicht? Da ist doch eine Straße. Wollt ihr mich verkackeiern? Hier ist doch eine Straße. Hier sind wir aus dem Strom. Da können wir doch mal das wegmachen, glaube ich. So, nochmal.
Ja, da, jetzt passt es. Was bauen wir dir denn mal Feines hin hier? Irgendwas Cooles. Ist mir zu klein. Das Kolosseum hatten wir ja schon. Zu riesig. Viel zu übertrieben. Stufe 1 haben wir. So, was ist das hier? Das ist... Das... Wir gucken mal... Donut Mall, auch nicht schlecht. Villa der Autori. Passt nicht rein. Schade. Sehr schade. Time Warner Center. Wir haben hier schon ein paar coole Dinger, so ist es nicht. Obi-Markt. Was ist das hier? Golden Mile Komplex. Viel zu riesig. Viel zu riesig. Hubschrauberplatz. Also Blödsinn. Nehmen wir was Interessantes. Das hier, das ist Frachtterminal. Was ist denn hier? Tempelkomplex passt ja sowas von gar nicht da rein. Ich versuche gerade was Schönes für euch zu finden. Na komm, was soll's. Oh, mal die Shoppingstatue da rein. Das müsste noch gehen. Ja. Dann hier noch ein bisschen Bäumchen. Mittlere. So, einfach nochmal ein paar Bäumchen hier reinpflanzen. Gucken wir uns die mal an. Ja, hat ja auch mal was. Mal eine andere Farbe. Ne? Natur sucht sich ihren Weg sozusagen. Ja, nicht schlecht. Mal so eben ein neues Gebiet aus der Hüfte gestampft sozusagen. Und schaut gar nicht mal schlecht aus, wie ich finde. Ich bin zufrieden. Ich hoffe, ihr seid auch zufrieden. Und zwar mit dieser Folge. Hinterlasst doch ein Däumchen nach oben. Und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dahin bin ich raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed.